Ich glaube, ich bin gut zu verstehen. Erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung und herzlichen Dank auch für die Einladung hierher, dass ich hier mal, wie Sie schon gehört haben, einen Teil unseres Forschungsprojektes ein bisschen vorstellen kann. Ich bin sehr gespannt darauf. Mit Marx hat man immer ganz bestimmte Erwartungen, wenn der Name fällt. Ich bin gespannt, ob ich die enttäuschen werde, diese Erwartungen, oder nicht. Auf jeden Fall will ich, bevor ich mit dem Vortrag starten werde und Ihnen etwas über Marx, über seine spezifische Form der Kritik von Gesellschaft, wie auch insbesondere die genealogische Herkunft dieses Typs von Kritik, bevor ich Ihnen das ein bisschen darstellen werde, will ich Ihnen erstmal einen kurzen Überblick geben darüber, was Sie erwartet in den nächsten, ja, ich werde die Zeit ausnutzen, ich werde, glaube ich, 60 Minuten brauchen. Also im allerersten Schritt, den ich machen werde, meines Vortrags, will ich Ihnen kurz skizzieren, was überhaupt unter Gesellschaftskritik zu verstehen ist. Also was macht das spezifisch Neue dieses Typs der Kritik aus? Was ist es, das Marx im 19. Jahrhundert dem kritischen Diskurs der Aufklärung hinzufügen wird und ihm damit eine eigenständige, ja radikale Ausrichtung verleihen wird? Das heißt aber, ich werde die Ausgangsfrage nach dem, was Gesellschaftskritik sein könnte und was insbesondere die marxische Gesellschaftskritik auszeichnet, nicht anders als durch eine größere Ausholbewegung beantworten können. Ich muss also auf die Aufklärung kurz zu sprechen kommen, um Ihnen vor dem Hintergrund eben der Kritik, die von der Aufklärung entwickelt wurde, die Konturen des Neuen bei Marx herauszuarbeiten. Danach werde ich in einem zweiten Schritt die Frage grundlegend verschieben, und das wird auch der größere Teil des Vortrags sein. Nicht mehr, was ist Gesellschaftskritik, ist nun meine Grundfrage, sondern woher stammt sie, was ist ihre Herkunft, wo liegen ihre Abgründe? Wie Sie unschwer erahnen können, ist das die sogenannte genealogische Frage, die Frage nach der Herkunft. Also, was sind eigentlich Genealogien? Nun, es sind zunächst einmal Geschichten darüber, wie etwas zu dem wurde, was es ist. Doch die Art und Weise, wie diese Geschichten erzählt werden, ist bedeutsam. Genealogien zielen darauf ab, ihren Gegenstand zu destabilisieren, ihn fremd zu machen und seine vermeintliche Notwendigkeit zu unterlaufen. Genealogien legen demnach Zufälligkeiten und Diskontinuitäten, Brüche und Umbrüche frei. Viel mehr als dies aber scheuen sie sich nicht davor, die Geburt vermeintlich hehrer Werte, Ideale und Ideen, moralischer Prinzipien oder sozialer Identitäten in den Niederungen der gesellschaftlichen Lebenspraktiken ausfindig zu machen. Und sie vor allem dann als vorläufige Ergebnisse lokaler und instabiler Kräfte und Machtverhältnisse zu dechiffrieren. Die Metapher der Geburt, die in den Genealogien von Nietzsche bis Foucault häufig Verwendung findet, ist hierfür, wie ich finde, sehr aufschlussreich. Es geht nicht darum, und ich verbleibe jetzt mal in dieser Geburtsmetapher, das schlafende Kind in der Wiege zu beschreiben und seine erhabene, reine Abstammung, seinen edlen Ursprung durch Stammbaum und Familienchronik zu besingen. Das ist die Aufgabe der Ideengeschichte und der PhilosophiehistorikerInnen. Es geht stattdessen darum, den blutigen, den schreienden, den bisweilen gewalttätigen Geburtsvorgang in den Blick zu nehmen und hier an diesem konkreten, lokalen, zufälligen Ereignis die Verknüpfung von Macht- bzw. Gewaltverhältnissen und Sinngebungsprozessen offenzulegen. In einem berühmten kleinen Text mit dem Titel Nietzsche, die Genealogie, die Historie, schreibt Michel Foucault, ich zitiere: Aber was erfährt der Genealoge, wenn er aufmerksam auf die Geschichte hört, statt der Metaphysik zu glauben?
dass es hinter den Dingen etwas ganz anderes gibt. Nicht deren geheimes, zeitloses Wesen, sondern das Geheimnis, dass sie gar keine Wesen haben oder dass ihr Wesen Stück für Stück aus Figuren konstruiert wurden, die ihnen fremd waren. Wie die Vernunft entstanden ist? Natürlich auf ganz und gar vernünftige Weise, nämlich durch den Zufall. Die Hingabe an die Wahrheit und die Strenge der wissenschaftlichen Methoden, aus den Leidenschaften der Wissenschaftler, aus ihrem wechselseitigen Hass, aus fanatischen, ständig wiederholten Debatten, aus dem Willen zum Sieg. Waffen, die im Verlauf langer persönlicher Kämpfe geschmiedet wurden. Zitat Ende. Wenn ich also in einem zweiten, umfangreicheren Teil meines Vortrags die genealogische Frage an die marxische Gesellschaftskritik stelle, dann geht es mir darum, die Herkunft der Gesellschaftskritik aus den Kämpfen und Konflikten, aus ihren Siegen und Niederlagen, aus ihrer Militanz und auch Gewaltförmigkeit, kurz aus einem Handgemenge zu deuten. Marx im Handgemenge, das heißt, die Gesellschaftskritik auf den Punkt zurückzuführen, wo sie noch nicht sicher sein konnte, eine große, fundamentale, eine wissenschaftliche Kritik der politischen Ökonomie zu werden. Marx im Handgemenge, das heißt, die Entstehung der Gesellschaftskritik auch als eine Überwältigungspraxis, als eine politische Gewaltgeschichte zu schreiben, in der es um die Rücksichtslosigkeit, um Feindschaften, um Ausschlüsse, kurz um Wahrheitspolitik und den Willen zur Macht geht. Ich will Ihnen das, denn so funktionieren eben Genealogien, ich will Ihnen das weitgehend an einem bestimmten Ereignis schildern. Nämlich dem Zusammenprall der marxischen Gesellschaftskritik mit dem Kommunismus des heute fast vergessenen Schneidergesellen Wilhelm Weitling und seinem Bund der Gerechten im Frühjahr 1846. Und bevor ich dazu komme, sollte ich, glaube ich, das hier noch machen oder die Pfeiltaste, sodass Sie, ich glaube aber, Sie haben auch verteilt einigermaßen, in etwa ist das so eine Art von Gliederung, die Sie verfolgen können, wenn ich jetzt fortfahre. Und, aber halten Sie sich nicht zu sklavisch daran. Hören Sie mir am besten zu. Gut, dann komme ich also zu der ersten Frage, was ist Gesellschaftskritik? Wenn man einen historischen Punkt ausfindig machen sollte, an dem in der langen Geschichte des westlichen politischen Denkens die Kritik vielleicht ihre erste reflexive Gestalt annimmt, an dem also nicht nur diese und jene Herrschaft, diese und jene Regierungspraxis befragt und als illegitim oder ungerecht bloßgestellt wird, sondern die Gesamtheit einer Regierungsweise, von der Regierung der Seelen bis zur Regierung des Staates, so stößt man unweigerlich auf die Epoche der europäischen Aufklärung. Die Aufklärer des späten 18. Jahrhunderts waren die Ersten, die bewusst dem, was sie taten, nämlich Kritik üben, den Namen einer uns heute geläufigen Epoche gaben. In seinem berühmten Aufsatz mit dem Titel Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, hat kein Geringerer als Immanuel Kant die neue politische Rationalität des kritischen Diskurses der Aufklärung gleichsam wie ein Manifest offengelegt. Bekanntermaßen bestimmt Kant schon in den ersten Zeilen die Arbeit dessen, was Aufklärung zu tun hat, und dies in direkter Opposition zu einem berühmten Begriff, nämlich dem der Unmündigkeit. Aufklärung sei der Ausgang aus selbstverschuldeter Unmündigkeit, und Unmündigkeit wird wiederum bestimmt als ein Unvermögen des Verstandes, sich ohne Leitung, ohne Regierung, ohne Führung eines anderen zu bedienen. Kant nennt im Anschluss daran drei dieser unbefragten Führungs- und Leitungsinstanzen: das Buch, der Seelsorger, der Arzt. In diesen drei Instanzen spiegeln sich jene eifrigen Geschäftsleute, so sagt der Regierung, so sagt das Kant, jene Vormünder des Volkes, die, wie es weiter heißt, ihr Hausvieh erst dumm gemacht haben, damit es kaum wagen möge, einen Schritt ohne den Gängelwagen zu tun.
Die Kritik, die Kant hier im Kontext der Epochenbestimmung hervorruft, ist, wie ich meine, von nachhaltiger Bedeutung. Kant zielt mit seinem Begriff der Unmündigkeit nicht allein auf eine Infragestellung von fremder Herrschaft, von Heteronomie, er zielt viel tiefer noch auf die Infragestellung der Bedingungen, unter denen Unmündigkeit und Unterwerfung, das heißt illegitime Herrschaft und Führung, möglich werden können. Denn es sind die unaufgeklärten Bedingungen, die Herrschaft selbstverständlich, natürlich und unbezweifelbar erscheinen lassen. Dass wir uns immer und natürlicherweise als Subjekte von Führungen und Leitungen anderer begreifen, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, also von der Politik über das Seelenheil bis zur körperlichen Befindlichkeit, wie das bei Kant, hat sicherlich etwas mit den Vormündern, den Autoritäten, den Herrschenden zu tun. Aber, so lehrt uns der kritische Diskurs, der blinde Gehorsam, der Aberglaube, die irrationalen Vorurteile des Menschen sind das Produkt von Verhältnissen, Milieus, Umständen und Konstellationen, die sich dem reinen Licht der Vernunft bislang entzogen, die sich also nicht einer grundlegenden Prüfung ihrer Legitimität unterzogen haben. So heißt es ganz schön bei Kant in der Kritik der reinen Vernunft, Zitat, unser Zeitalter ist das eigentliche Zeitalter der Kritik, der sich alles unterwerfen muss. Religion durch ihre Heiligkeit und Gesetzgebung, durch ihre Majestät, wollen sich gemeiniglich derselben entziehen, aber alsdenn erregen sie gerechten Verdacht wider sich und können auf unverstellte Achtung nicht Anspruch machen, die Vernunft nur demjenigen bewilligt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Was ihre freie und öffentliche Prüfung hat aushalten können. Zitat Ende. Worauf will ich hinaus? Es geht mir um den Typ der Kritik, der hier zum Vorschein kommt. Sein Zielpunkt sind nicht in erster Linie die Herrschenden, die Tyrannen, die Priester, sondern eben die Bedingungen, unter denen die Menschen sich Tyrannen, Priestern etc. freiwillig unterwerfen. Es geht um eine Kritik dieser Art von mentaler und moralischer Sklaverei. Demzufolge entwickelt dieser Typ von Kritik ein Programm der Befragung und der rationalen Prüfung jener Bedingungen, die ein illegitimes Regierungsverhältnis erst ermöglichen. Die Konsequenz aus dieser kritischen Befragung ist, dass alle Verhältnisse, Umstände, Konstellationen etc., die einer solchen Prüfung nicht standhalten, beseitigt, umgewälzt, verändert oder ersetzt werden müssen. Neue Bedingungen müssen hergestellt, neue Umstände arrangiert und die Verhältnisse der Menschen untereinander und vor allem des Menschen zur Natur auf neue Grundlagen gesetzt werden. Das kritische Programm der Aufklärung ist das einer Zerstörung alles Irrationalen und des Neuaufbaus einer universalen, transparenten Welt. Marx hat diesem Typ der Kritik seine Referenz erwiesen und sich bewusst in seine Tradition gestellt, als er in seinem mit Engels verfassten Manifest der Kommunistischen Partei eine moderne Bourgeoisie beschwor, die Bedingungen und Verhältnisse dauerhaft kritisiert und revolutioniert. Ich zitiere aus diesem berühmten Text: Alle festen, eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle Neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen zu betrachten. Zitat Ende. Marx knüpft hier mit großer Emphase an den kritischen Diskurs der Aufklärung an, aber
Er verschiebt diesen Diskurs an zwei entscheidenden Stellen oder Punkten. Erstens, für Marx ist der Ort oder besser das Terrain, auf dem der kritische Diskurs der Aufklärung seine Programme zur Umwälzung der menschlichen Lebensbedingungen artikuliert und in Gang setzt, das Produkt eines historischen Prozesses von Klassenkämpfen. Das vorläufige Ergebnis dieser Kämpfe war die rücksichtslose Zerstörung der religiös-feudalen Lebenswelt und die Etablierung einer neuen kapitalistischen Produktionsweise samt ihrer nationalstaatlichen Herrschaftsform. Die bürgerliche Gesellschaft, so nennt Marx diesen entscheidenden Ort, dieses Terrain, ist tatsächlich nichts anderes als das ureigene Terrain der siegreichen bürgerlichen Klasse. Die Kritik, die sich auf diesem Terrain bewegt, wie der Fisch im Wasser, kann die Herrschaft dieser Klasse nicht grundsätzlich in Frage stellen. Sie bleibt begrenzt. Der kritische Diskurs kann also unmöglich eine Kritik der Gesellschaft sein. Er ist nicht mehr in Marx' Augen als eine Weise, die Herrschaft in der bürgerlichen Gesellschaft zu rationalisieren, zu optimieren und zu legitimieren. Der kritische Diskurs entpuppt sich damit als eine Form der Ausübung von Herrschaft auf dem Terrain bzw. durch die Arenen und Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft selbst. Marx ist der Erste, der mithilfe einer klassentheoretischen und politisch-ökonomischen Analyse nicht nur die Grenzen des kritischen Diskurses aufzeigt, sondern seine innere Verknüpfung mit Herrschafts- und Machteffekten offenlegt. Wenn es stimmt, dass Unmündigkeit und blinder Gehorsam aus den Bedingungen entstehen, in denen die Menschen leben und ihr Leben produzieren und reproduzieren, so Marx, dann darf man beim kritischen Diskurs nicht stehen bleiben, sondern muss eine radikale, rücksichtslose Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, eine Kritik sämtlicher sozialen, ökonomischen und politischen Verhältnisse entwickeln. Denn in dieser bürgerlichen Gesellschaft ist ein über die ökonomische Struktur erzeugtes Herrschaftsverhältnis eingelassen, ein Herrschaftsverhältnis bekanntermaßen zwischen Bourgeoisie und Proletariat oder, um es ökonomischer auszudrücken, zwischen Kapital und Arbeit. Damit komme ich zur zweiten Verschiebung. Marx verlangt nicht nur eine radikale wissenschaftliche Analyse und Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, er begreift diese Analyse und Kritik selbst als Teil einer historischen und sozialen Bewegung von Kämpfen. Die Gesellschaftskritik befindet sich immer schon in einem politischen Waffengang. Sie ist kein neutrales Wissen, kein objektiv wertfreies Instrument des bloßen Erkenntnisfortschritts. Sie begreift sich selbst als das, was Foucault einmal das historische Wissen der Kämpfe genannt hat und auf unterschiedlichen Ebenen gewissermaßen verstreut liegt. Bei Marx kann man das sehr schön sehen, wie er auf allen Ebenen, auf der Ebene von journalistischen Aufsätzen, von Vorträgen, von Pamphleten, Polemiken aller Art, aber vor allem eben auch auf der Ebene wissenschaftlicher Abhandlungen sich bewegt. Die marxische Kritik kann also nicht anders denn als spezifische Aktivität, als ein politischer Einsatz innerhalb sozialer Kämpfe und Auseinandersetzungen verstanden werden. Ab einem bestimmten Zeitpunkt verwandelt sie sich in eine performative und parteiliche, das heißt in diesem Fall kommunistische Praxis der ArbeiterInnenbewegung. Sie hat daher einen prinzipiell praxiologischen, ja eben revolutionären Kern. Die Umwälzung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaftsformation und die Errichtung einer, ich zitiere wieder aus dem Manifest, einer Assoziation, worin die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die freie Entwicklung aller ist. Zitat Ende. Sicher, auch der kritische Diskurs der Aufklärung zielte bekanntlich auf eine Umgestaltung der menschlichen Lebensbedingungen, aber er sah sich niemals
als Teil einer umfassenden kollektiven sozialen Bewegung, als reflexives Organ einer revolutionären historischen Kraft zur Aufhebung von Klassenherrschaft. Vielmehr ging es den Aufklärern um ein evolutionäres, ja pädagogisches Unternehmen zur allmählichen Reformierung der menschlichen Natur. Führung und Herrschaft sollten niemals beseitigt, sondern auf bestmögliche Weise ausgeübt und legitimiert werden. Lassen Sie mich an dieser Stelle meinen ersten Teil zur Frage, was ist Gesellschaftskritik, abschließen. Ich hoffe, es ist hinlänglich deutlich geworden, dass die marxische Gesellschaftskritik in einer Hinsicht an den kritischen Diskurs der Aufklärung anknüpft, aber zugleich eine doppelte Radikalisierung vornimmt. Die Kritik trifft nun die bürgerliche Gesellschaft selbst als das zentrale Terrain, auf dem und durch das hindurch Herrschaft oder Klassenherrschaft produziert und reproduziert wird. Und diese Kritik wird eine radikale, performative Aktivität als Teil der revolutionären Bewegung zur Beseitigung der bürgerlichen Gesellschaft. Kritik wird also einerseits die revolutionäre Wissenschaft einer Klasse, deren, ich zitiere nochmal Marx, geschichtlicher Beruf die Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise und die Abschaffung der Klassen ist. Und zum anderen wird sie revolutionäre Partei eines, wie Marx schreibt, kritischen Kommunismus, dessen Aufgabe es ist, die Kämpfe und Bewegungen strategisch einzuschätzen, zu ordnen, auszurichten und zu führen. An diesen letzten Punkt möchte ich anknüpfen, wenn ich nun meine Aufmerksamkeit und auch Ihre auf die genealogische Frage nach der Herkunft der Gesellschaftskritik richte. Ich hatte Ihnen anfangs versprochen, meine Genealogie anhand eines bestimmten Ereignisses zu schildern, nämlich dem Zusammentreffen oder besser Zusammenprall von Marx mit Wilhelm Weitling, dem bis dato wichtigsten deutschen Arbeiterführer und Gründer des Bundes der Gerechten. Dieses Ereignis hatte schwerwiegende Folgen und fand zu einem Zeitpunkt statt, im Frühjahr, ich sagte schon 1846, als die marxische Gesellschaftskritik begann, ihre politische und performative Aktivität zu entfalten. Im Exil in Brüssel gründete Marx und Engels das sogenannte kommunistische Korrespondenzkomitee und sie luden sozialistische und kommunistische Intellektuelle aus ganz Europa ein, von den Kämpfen und Klassenkämpfen ihrer Länder zu berichten. Berühmt ist die Einladung Proudhons, die er dann abgewiesen hat. Ja, Proudhon gesagt hat, nee, ich mache da doch lieber nicht mit, das ist mir zu dogmatisch. Ja. Aber es wurden noch andere angeschrieben. Besonders aber suchten Marx und Engels zu dieser Zeit die Nähe zum sogenannten Bund der Gerechten, einer der damals bedeutendsten sozialistisch-kommunistischen Arbeiter- und Handwerkerorganisationen, die in Paris, in London, in der Schweiz und Deutschland tätig waren und überall dort Netzwerke gebildet hatten. Die offizielle DDR-Geschichtsschreibung, aber auch die meisten liberalen und sozialdemokratischen Berichte über dieses Zusammentreffen oder diesen Zusammenprall schildern uns dieses Zusammentreffen als eine geradezu famose Heldengeschichte. Von einer historisch notwendigen Verschmelzung, einer geradezu schicksalhaften Fügung ist die Rede. Der wissenschaftliche Sozialismus von Marx und Engels vereinigt sich mit der revolutionären Arbeiterbewegung und gebiert die erste kommunistische Partei. Misstraut man allerdings dieser stilisierten Narration und wirft man einen zweiten, eben einen genealogischen Blick auf diesen historischen Brennpunkt, so erweist sich die Geburtsgeschichte des von Marx selbst so bezeichneten kritischen Kommunismus in einem etwas anderen Licht.
Schon die flüchtige Durchsicht des überlieferten Quellenmaterials offenbart, dass man sich jenes denkwürdigen Zusammentreffen gerade nicht als eine herrschaftsfreie Kommunikationsgeschehen, sondern vielmehr als ein zuweilen rücksichtsloses Handgemenge vorstellen muss oder genauer als einen erbitterten Kampf und eine massive Auseinandersetzung um die politischen Grundfragen der Bewegung. Was heißt überhaupt Kommunismus? Wer ist eigentlich das sogenannte Proletariat? Wie, wann und warum überhaupt macht man Revolution? Beim Versuch, die marxische Gesellschaftskritik in die Köpfe der bis dato vom Bund der Gerechten in Paris und London organisierten deutschen ArbeiterInnenbewegung hineinzutreiben, kam es zu massiven Verwerfungen, Ausschließungen und Spaltungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt fast den Ruin des gesamten Bundes hätten bedeuten können. Der Triumph der Überwältigungsarbeit von Marx und Engels, der mit dem Manifest der Kommunistischen Partei im Februar 1948 seinen ersten großen Ausdruck fand, war mit einem hohen Preis erkauft. Dieser Preis verweist auf etwas, das man die inhärente politische Gewaltgeschichte nennen könnte, die eine Genealogie der Gesellschaftskritik miterzählen muss und die nicht allein den längst verblassten realsozialistischen Narrationen entgegenzuhalten wäre, sondern ebenso jenen Erzählungen, die gerne die marxische Gesellschaftskritik vom politischen Handgemenge losgelöst und dekontaminiert sehen möchten. Ohne die, um mit Marx selbst zu sprechen, rücksichtslose Offenlegung dieser politischen Gewaltgeschichte im Moment des ersten Einschreibens der Gesellschaftskritik in die kommunistische ArbeiterInnenbewegung, bliebe das Programm der Gesellschaftskritik selbst meines Erachtens unaufgeklärt. Es wäre nicht ersichtlich, wie sehr das marxische Projekt sich im Modus einer performativen Durchsetzung vollzieht und Teil eines internationalen, politisch hochkomplexen Macht- und Kräftefeldes ist, das sich gerade erst proletarisch-plebejischen Öffentlichkeit konstituiert. Die Rückwirkung des Handgemenges auf die im Entstehen befindliche Gesellschaftskritik ist allerdings bislang kaum reflektiert worden. Eine solche Reflexion, und ich nehme das jetzt hier vorweg, könnte zweierlei, meines Erachtens zweierlei zeigen. Zum einen, dass in diesem denkwürdigen Zusammentreffen, in diesem Handgemenge mit konkurrierenden sozialistisch-kommunistischen Positionen, die marxische Kritik nun gezwungen ist, eine neue, eine taktische und strategisch-politische Sprache auszubilden. Die Kritik begreift, dass sie nun einen ganz anderen organisationspolitischen Raum betritt, innerhalb dessen sie fortan Gesellschaftskritik immer wieder in ein strategisches Verhältnis zu den Akteuren und vor allem in ein organisatorisches Handlungsprogramm verwandeln muss. Zum anderen lässt sich zeigen, dass dieses Verhältnis sich als ein spezifisches soziales Machtverhältnis darstellt, nämlich ein durch gesellschaftliche Arbeitsteilung erzeugtes Machtverhältnis zwischen den Gelehrten und Intellektuellen, also den Kopfarbeitern, wie Marx sagen würde, auf der einen und den einfachen Arbeitern, Handwerksgesellen, Handwerkern, also den sogenannten Handarbeitern auf der anderen Seite. Die zentrale Frage für die bürgerlich und akademisch geprägten Gelehrten Marx und Engels heißt vor allem, wie bekommt man die Wahrheit in die Köpfe der Straubinger? Jetzt gucken Sie wahrscheinlich Straubinger, gucken Sie auf Ihren Text. Straubinger ist eine abschätzende Bemerkung über diese Handwerksgesellen. Ja, es wird immer wieder, taucht es auf in den Briefen und so weiter, die Straubinger. Wie zivilisieren, bilden und verwissenschaftlichen wir sie, sodass sie fortan zwischen Wahrheit und Falschheit innerhalb der Vielzahl der Kommunismen und dem ungeheuren Spektrum des kommunistisch Sagbaren unterscheiden können?
Mit Foucault gesprochen geht es um die doppelte Frage, wie errichtet man innerhalb des multipolaren Diskurs- und Kräftefeldes namens Kommunismus eine gültige, mit spezifischen Wissen und Prozeduren ausgestattete Wahrheitsordnung? Und damit unmittelbar verbunden, wie erlangt man innerhalb dieser Ordnung eine autoritative Stimme und Sprechposition? Am Beispiel des Umgangs mit dem Schneidergesellen und Gründervater des Bundes der Gerechten, mit Wilhelm Waltling, will ich Ihnen das im Folgenden etwas genauer darlegen. Also, wie der Einsatz der Kritik im Handgemenge auf diese selbst zurückwirkt, sie massiv verwandelt und nicht zuletzt dazu führt, die Wahrheit der Gesellschaftskritik mit Praktiken des Ausschließens und Abspaltens zu verknüpfen. Wir sind an Punkt 3.2, die erste Konfrontation. Ich werde Ihnen das jetzt wie eine genealogische Geschichte erzählen. Ja, Konfrontation, Bruch, Niederlage. Bei den letzten Worten schlug Marx, nun vollends wütend geworden, mit der Faust auf den Tisch, dass die Lampe darauf klirrte und ins Schwanken geriet, und aufspringend rief er: Niemals noch hat die Unwissenheit jemandem genützt. Zitat Ende. Glaubt man dem Bericht des Augenzeugen Pavel Annenkov, so sind dies die Schlussworte eines denkwürdigen Abends, an dem Marx öffentlich die Konfrontation mit dem zu dieser Zeit wichtigsten und angesehensten deutschen Arbeiterführer Wilhelm Weidling sucht und den Bruch mit ihm einleitet. Die Ereignisse vom Abend des 30. März 1846 in Brüssel sind nicht allein interessant, weil sie die Kritik im Handgemenge zeigen, sondern weil hier etwas für die marxische Gesellschaftskritik Folgenreiches beginnt. Am Ende werden Waldling und seine Anhänger im Bund der Gerechten und dem späteren Bund der Kommunisten keine Rolle mehr spielen. Sie werden allesamt aus dem Bund ausgeschlossen, jener Organisation also, die sie wesentlich mitgegründet und gestaltet hatten. Doch, was war eigentlich geschehen? Nach dem Augenzeugenbericht von Annenkov soll es in der besagten Versammlung der Brüsseler Kommunistischen Korrespondenzkomitees um die von Engels aufgeworfene Frage gegangen sein, welche gemeinsame Lehre allen Anhängern des Kommunismus als Banner dienen könne. Marx habe sich daraufhin mit einem aggressiven Ton direkt an Waidling gewandt und ihn aufgefordert, doch seine grundlegende Lehre einmal vorzutragen. Waidling muss sich wohl überrumpelt gefühlt haben und kam bei seiner Gegenrede ins Stottern und Zaudern. Es ginge ihm, Waidling jedenfalls, um, Zitat, keine neuen ökonomischen Theorien, sondern um die schon vorfindlichen und geeignetsten Lehren, um den Arbeitern ihre Lage vor Augen zu führen. Marx unterbrach die Ausführungen von Waidling und sprach nun Annenkov zufolge davon, Zitat, dass es einfach ein Betrug sei, die Bevölkerung aufzuwiegeln, ohne ihr irgendwelche festen, durchdachten Grundlagen ihrer Tätigkeit zu geben. Zumal in Deutschland sich an die Arbeiter ohne eine strenge wissenschaftliche Idee und ohne positive Lehre zu wenden, komme einem leeren und gewissenlosen Spiel mit Predigten gleich. In einem zivilisierten Land wie Deutschland können Leute ohne eine positive Lehre nichts ausrichten und haben auch nichts ausgerichtet außer Lärm, schädlichen Revolten und dem Untergang der Sache selbst. Zitat Ende. Während Marx also Wissenschaftlichkeit und Effektivität in der Lehre einfordert, antwortet nun, zweites Mal, jetzt gefestigt der Waidling, ja, mit einer interessanten Gegenrede, die die Schwächen dieses Anspruchs sichtbar machen sollen. Für Waidling nämlich kann die Wahrheit wissenschaftlichen Wissens, die ethisch-politische Anerkennung und die persönlichen Erfahrungen des Kampfes und der Verfolgung im Untergrund nicht ersetzen. Der Reliabilität der Vernunft fehlt die Reputation durch Erfahrung, Glaubwürdigkeit und Praxis. So heißt es bei Annenkov, Zitat, dass er, Waidling, sich den heutigen Angriffen gegenüber mit der Erinnerung an jene Hunderte von Briefen und Erklärungen der Dankbarkeit tröste,
die er aus allen Teilen seines Vaterlands erhalten habe und dass vielleicht seine bescheidene Vorbereitungsarbeit wichtiger für die gemeinsame Sache sei als die Kritik und die Kabinettsanalysen von Lehren, die von der leidenden Welt und den Drangsalen des Volkes weit entfernt seien. Zitat Ende. Weidling erinnert den 28-jährigen Partei- und Organisationsunerfahrenen Marx damit an jenen kollektiven, schriftlich und mündlich überlieferten Erfahrungszusammenhang, ein Erfahrungszusammenhang der gesamten kommunistischen Handwerkerarbeiter, der vom Bund der Gerechten seit über 10 Jahren auch über nationale Grenzen hinweg organisiert wurde. Genau das ist der eingangs zitierte Moment, wo Marx mit der Faust auf den Tisch schlägt und diesen gesamten Anerkennungs- und Verfahrungszusammenhang als bloße Unwissenheit deklariert und beiseite wischt. Schon einen Tag später schreibt Weidling einen Brief an Moses Hess, in welchem er von besagter Sitzung ausführlich berichtet. Das ist die zweite Quelle. Wir haben noch eine dritte Quelle über dieses Ereignis, aber das sind die zwei wichtigsten Quellen. Weidling zeichnet in diesem Brief das Bild eines Marx, der mit enzyklopädischer und akademischer Gelehrsamkeit ausgestattet sei, aber dem es an Genie fehlt. Seine Reputation sei durch Erfahrung mit dem Proletariat, nicht durch Verfolgung, Barrikade und Kerker, sondern, jetzt wird es denunziatorisch, durch reiche Leute gemacht. Zitiere, reiche Leute machen ihn zum Redakteur, voilà tout. Allerdings haben aufopfernde reiche Leute ein Recht, in den Schriften, die sie unterstützen wollen, zu sichten oder sichten zu lassen. Aber der Schriftsteller hat auch eine Macht. Wenn er auch noch so arm ist, nämlich die, seine Überzeugung nicht dem Einfluss des Geldes zu opfern. Zitat Ende. Weidling greift hier nicht nur die Glaub- und Vertrauenswürdigkeit von Marx an, sondern er verweist auf eine neue taktische Organisations- und Selektionspraxis der Bewegung, die Marx an diesem Abend verlauten ließ und die er Hess gegenüber so beschreibt. Erstens, ich zitiere, es muss eine Sichtung in der kommunistischen Partei vorgenommen werden. Zweitens, die kann bewerkstelligt werden dadurch, dass man die nicht hineintauglichen kritisiert und sie von den Geldquellen trennt. Drittens, die Sichtung ist jetzt das Wichtigste, was jetzt im Interesse des Kommunismus getan werden kann. Wer genau unter das Verdikt des Nicht-Hineintauglichen fällt, wird von Weidling ebenfalls kolportiert. Fünftens, der Handwerkerkommunismus, der philosophische Kommunismus müssen bekämpft werden. Das Gefühl muss verhöhnt werden. Das ist bloß Dusel. Zitat Ende. Für Weidling stellt sich der Einsatz des neuen kritischen Kommunismus nicht nur als eine neue wissenschaftliche Redeweise dar, sondern dieser Kommunismus erscheint zugleich als eine besondere Praxis der Kritik, das heißt der Sichtung, der Unterscheidung und der Bekämpfung aller anderen abweichenden Kommunismen. Wie die prophetisch-religiöse Rede muss auch die bloß ans Gefühl appellierende, die sentimentale Rede verworfen und ausgeschlossen werden. In den Augen Weidlings sieht es so aus, als ob es im bisher vielstimmigen Raum proletarisch-plebejischer Öffentlichkeit nur noch eine einzige kommunistische Stimme geben darf. Der Kommunismus ist daher nicht mehr die intellektuelle und emotionale, so jedenfalls in Weidlings Augen, Übersetzung oder Bündelung der vielfältigen Unrechtserfahrungen der ArbeiterInnen, sondern eine von Kritik bereinigte, für ihn jedenfalls abstrakte Lehre, die mit dem Leiden der Menschen nichts zu tun hat. Sie hat es ja zitiert. Der Bruch. Zum offenen Bruch mit Weidling kam es dann einige Monate später. Und zwar im Zuge einer weiteren Konfrontation. Der Stein des Anstoßes war diesmal eine öffentliche Erklärung von Marx und seinem kommunistischen Korrespondenzkomitee gegen Hermann Kriege.
und seine in den Vereinigten Staaten herausgegebene Zeitschrift Der Volkstribun. In diesem berühmten Zirkular gegen Kriege beschließen Marx, Engels und die anderen Mitglieder in einer Sitzung vom 11. Mai 1846, dass die Tendenz des Blattes nicht kommunistisch sei, dass Kriege mit seiner Zeitschrift vielmehr die Kommunistische Partei kompromittiere und mit einer fantastischen Gemütsschwärmerei die Arbeiter in New York demoralisiere. Der Einzige, der sich weigert, diese Sichtungspraxis mitzutragen und zu unterschreiben, ist Wilhelm Weitling. In einem Brief an Kriege schildert er die angespannte Situation, in der Marx ihn auffordert, seine Weigerungshaltung zu begründen. Darin heißt es unter anderem, Zitat, überhaupt sieht er, also Weitling, nicht ein, warum das Interesse einer Partei, die wie die kommunistische in Europa so zahlreiche und mächtige Feinde zählt, erfordern sollte, ihre Waffen nach Amerika zu richten. Noch weniger sieht er derselben ein, welches Interesse sie haben kann, dorthin ihre Waffen gegen sich selbst zu richten. Zitat Ende. In der Folge veröffentlicht Hermann Kriege unter dem nicht weniger provokanten Titel Eine Bannbulle nicht nur das Zirkular der Brüsseler, also von Marx und Co., sondern auch Auszüge aus dem Brief von Weitling im Volkstribun und löst damit einen Sturm der Entrüstung gegen Marx und seine Beschlüsse und seine Brüsseler Gruppe aus. Ein eigens in New York zusammengerufenes Resolutionskomitee aus 345 Mitgliedern bezeichnet nun den Volkstribun als explizit kommunistisch und erklärt umgekehrt die Beschlüsse und Erklärungen der genannten Brüsseler Sieben für antikommunistisch. Von besonderer Bedeutung aber für die Debatte zwischen Marx und Weitling ist, dass das New Yorker Resolutionskomitee noch einmal explizit den Anspruch auf das Definitionsmonopol der Brüsseler, also was ist überhaupt Kommunismus, und deren Sprecherposition als vermeintliche Repräsentanten der Arbeiter zurückweist. Eine solche Sprecherposition, so heißt es, komme überhaupt nur Arbeitern zu und vor allem einem, unserem wackeren Bruder Wilhelm Weitling. Zitat. Umgekehrt stellen die New Yorker um Hermann Kriege nun die entscheidende Frage und legen die prekäre Sprecherposition von Marx und den Brüsselern offen. Zitat, wer sind denn jene Leute, welche sagen, Kriege ist kein Kommunist, weil er nicht unserer Meinung ist? Wir kennen sie ja gar nicht. Wir haben noch wenig oder gar nichts von ihrem Wirken gehört, während Kriege, der kein Kommunist sein soll, mit uns lebt, mit uns Freund und Bruder ist, mit uns für den Kommunismus eifrig streitet. Zitat Ende. Wie Sie sehen, befinden wir uns mitten im Kampf um die gültige Wahrheitsordnung des Kommunismus. Und die Frage, wer darf in ihr mit Autorität und Legitimität sprechen? Und was darf er sagen? Denn auch hier wird die Thematik der fehlenden Reputation, der intellektuellen Anmaßung und der, ich sag's mal, monologischen Redeweise in den Blickpunkt gerückt. Aber es ist nicht allein der Machtanspruch und die Sichtungspraxis, die als besonderes Problem thematisiert werden. Gerade die mit Marx befreundeten Gruppen innerhalb des Bundes machen auf einen blinden Fleck in der Durchsetzungspraxis des kritischen Kommunismus aufmerksam. Nämlich das schwierige Verhältnis zwischen Gelehrten und Arbeitern. In einem harschen Brief an Marx schreibt Karl Schapper, müssen Sie jetzt auch nicht wissen, das ist einer der zweitwichtigsten im Bund der Gerechten und ein enger Vertrauter auch von Marx, deshalb einen harschen Brief, schreibt dieser Karl Schapper, dass es im Bund eine lange und zwar negative Erfahrung der Arbeiter mit den Intellektuellen gegeben habe, die im Wesentlichen, Zitat, in der Arroganz der Gelehrten begründet ist. Statt aufzuklären, gehe es ihnen darum, mit ihren Gänsekielen hineinzufahren und totzuschlagen, mit ihren gelehrten Bomben um sich zu fahren und sich in einen überirdischen Nimbus einzuhüllen.
Und ihr Brüsseler Proletarier besitzt diese verdammte Gelehrtenarroganz noch in einem hohen Grade. Zitat Ende. Verdammt, oder? Das sind klare Worte. So. Niederlage. Die Niederlage. Die vorläufige Niederlage. Während der Affäre um Kriege und Weidling warnt Schapper Marx und Engels inständig vor einem Zerbrechen des Bundes. Obwohl nicht einmal offizielle Mitglieder desselben, betrieben sie eine Art rücksichtslose Wahrheitspolitik, die in einem organisatorischen Scherbenhaufen enden könnte. Warum, so fragt sich Schapper, könne neben dem kritischen Kommunismus, der historisch und nationalökonomisch ausgerichtet sei, nicht ein philosophischer à la Hesse, ein sentimentaler à la Kriege, ja sogar ein religiöser oder utopischer Kommunismus à la KB oder Weidling bestehen? Nicht alle, schreibt Schapper, nicht alle sind so große Nationalökonomen wie ihr, verlangt daher auch nicht, dass alle den Kommunismus auffassen sollen, wie ihr es tut. Wir glauben, dass alle diese Richtungen sich geltend machen müssen. Zitat Ende. Die Aufrechterhaltung eines vielstimmigen Raumes des kommunistisch Sagbaren jedoch ist keineswegs, zu diesem Zeitpunkt jedenfalls, die Ansicht von Marx und Engels. Im August 1846 schickt Marx Engels nach Paris, um die dortige Sektion des Bundes unter der Leitung von Hermann Everbeck auf die richtige Linie zu bringen. Die Art und Weise, wie Engels in Paris agiert, ist deshalb erwähnenswert, weil man aus seinen regelmäßigen Berichten an Marx in Brüssel nun genauer erfährt, wie die Praxis der Gesellschaftskritik sich im Handgemenge darstellt und vollzieht. Im unmittelbar organisationspolitischen Feld verwandelt sich die Gesellschaftskritik nun in eine einfache pädagogische, ja eine katechetische Praxis. Ich zitiere Engels. Aus den Briefen, das sind die Worte immer sehr, sehr klar. Die hiesigen Straubinger bellen fürchterlich gegen mich, namentlich 3 bis 4 gebildete Arbeiter, aber ich bin vermöge einiger Geduld und etwas Terrorismus durchgedrungen. Die große Menge geht mit mir. Der Grün hat sich vom Kommunismus losgesagt und diese Gebildeten hatten große Lust mitzugehen. Da habe ich gerade durchgehauen und den Kommunismus oder Nicht-Kommunismus kontradiktorisch diskutieren lassen. Zitat Ende. Zunächst gelingt es Engels, die Mehrheit der Handwerkerarbeiter auf seine Seite zu bringen. Er ist zuversichtlich, jetzt endlich einmal Tabula rasa gemacht zu haben und etwas aus den Kerls, wie er das auch sagt, Kerls zu machen. Er hat sie sogar auf 3 Dogmen des neuen Kommunismus eingeschworen. Am Ende jedoch muss Engels einsehen, dass die gesamte Überwältigungspraxis, all der Terrorismus, das Einpauken, Schulmeistern, das kontradiktorische Diskutieren lassen, vergebens war. Im Dezember 1846 schreibt er an Marx einen Brief, der seine Niederlage offenbart und zugleich Rechenschaft ablegt über die gesamte seit März organisierte politische Praxis der Durchsetzung ihres eigenen Projekts im Bund der Gerechten. Ganz anders als in den später imaginierten Heldengeschichten einer Verschmelzung von revolutionärer Theorie und Arbeiterkommunismus wird hier deutlich, dass es sich bei diesem erstmaligen Zusammentreffen von Marx und Engels mit der realen politisch organisierten Arbeiterinnenbewegung in Paris und London im Grunde um ein Missverständnis gehandelt hat. Ich war den Dreck leid, zu bessern waren die Jungs doch nicht. Zitat Ende. Engels beschreibt die Niederlage des kritisch-kommunistischen Projekts nicht ohne Bedauern. Insbesondere mit der Führung des Bundes in London hätte man strategisch ein gemeinsames Bündnis organisieren können. Aber immer so fährt er fort, diese ewige Eifersucht gegen diese Gelehrten, gegen uns Gelehrte. Und um diesen Vorbehalt und dieses Misstrauen der Arbeiter geradezu zu bestätigen, heißt es einige Zeilen später, Zitat, theoretische Differenzen sind mit den Kerls kaum möglich, da sie keine Theorie haben.
Formulieren können sie ihre Bedenken auch nicht, daher ist keine Diskussion mit ihnen möglich. Gegen Literaten können wir als Partei auftreten, gegen Straubinger nicht. Schließlich sind die Leute immer ein paar hundert Mann stark. Die Niederlage wird hier zunächst als Theorielosigkeit und mangelnde Diskursfähigkeit der Arbeiter gedeutet. Ohne Theorie keine Diskussion, ohne Diskussion keine Möglichkeit zu überzeugen. So der Gedankengang. Und am Ende siegt die bloße Zahl, ja, immer einige hundert Mann stark. Ja. Nicht das wissenschaftliche Wissen, die Argumente, sondern die einfältige Demokratie, das Abzählen. Ja. Was lässt sich daraus erkennen, aus dem, was der Engels sagt? Das Kräftefeld, auf das sich die Gesellschaftskritik eingelassen hat und in das sie mit Überzeugung eingetreten ist, dieses politische Kräftefeld des Kommunismus ist nicht mehr das intellektuelle Spielfeld der junghegelianischen Bohème und ihrer journalistischen Literaten. Hat sie kurz erwähnt, mit den Literaten konnten wir umgehen, mit Bruno Bauer und wie sie alle heißen. Der Einsatz der Kritik in diesem Kräftefeld hat sich jetzt massiv erhöht und drastisch verändert. Ein Handgemenge mit Bauer, Ruge, mit Stirner und so weiter war letztlich immer eines auf Augenhöhe und hatte einen Typus radikal-philosophischer und auch hochartifizieller Kritik hervorgebracht. Einen Typ, den Marx und Engels noch bis 1845 praktizieren, Kritik der kritischen Kritik, die Heilige Familie ist eines der wichtigen Werke in diesem Zusammenhang. Hier nun allerdings im Raum einer politischen Geheimorganisation, denn das war der Bund der Gerechten, eine politische Geheimorganisation mit Statuten und solidarischen Mitgliedschaften. Hier im Raum einer ArbeiterInnenbewegung, die durch Repression, Existenzkämpfe, auch harter körperlicher Arbeit und autonome überlieferte Traditionen geprägt war, verwandelt sich Gesellschaftskritik in eine revolutionäre Wahrheitspolitik. Sie bedient sich nun politisch-strategischer Kalküle, wird sowohl hierarchisch autoritär als auch pädagogisch und sieht sich gezwungen, kommunikative Ausschlusspraktiken einzusetzen, diese Sichtungen, von denen ich kurz erwähnt habe. Bauer, Ruge oder Stirner waren Gegner im Spiel um die Wahrheit philosophischer Welterkenntnis. Weidling und Kriege dagegen sind keine Gegner, vielleicht schon Feinde, aber in jedem Fall sind sie Hindernisse auf dem Weg der Durchsetzung des eigenen Programms und damit der revolutionären Umwälzung am Ende. Sie sind Hindernisse. Als es im Juni 1847 auf dem ersten Kongress des Bundes der Kommunisten unter der Leitung noch von Karl Schapper zum offiziellen Ausschluss der sogenannten Weidlingianer kommt, wird dieser Ausschluss zum ersten Mal organisatorisch mit einer innerbündischen Feinderklärung gekoppelt. Es wird eine Krisensituation des Bundes diagnostiziert, die nicht nur auf die Verfolgung durch die Regierungen der Bourgeoisie zurückzuführen sei, sondern auf, ich zitiere, Feinde in unserer eigenen Mitte, die aufgrund der drohenden Desorganisation der ganzen kommunistischen Partei deutscher Zunge ohne alles Ansehen der Person bekämpft und unschädlich gemacht werden mussten. Ende. Wir haben eben aus dieser Geschichte gelernt, schreibt Engels an Marx in diesem besagten Niederlagenbrief. Doch was genau haben beide aus diesem Einsatz der Kritik gelernt? Sicherlich, dass das Spiel innerhalb des neuen Kräftefeldes der politischen Organisationen, der Bewegung nach anderen Regeln verläuft. Doch Engels erwähnt noch eine weitere Einsicht, die ich ziemlich wichtig finde. Zitat, wir haben eben aus dieser Geschichte gelernt, dass mit den Straubigern, solange nicht in Deutschland eine ordentliche Bewegung existiert, nichts anzufangen ist, selbst mit den Besten nicht. Uns gegenüber erklären sich die Jungens für das Volk, die Proletarier. Und wir können nur an ein kommunistisches Proletariat appellieren, das sich in Deutschland erst bilden soll.
Zitat Ende. Die Niederlage beruht somit auf einem doppelten Missverständnis, eine doppelte Täuschung. Marx und Engels glaubten die ganze Zeit, die Straubinger wären das revolutionäre Proletariat. Tatsächlich aber entpuppten sie sich als bloße Straubinger. Das heißt, als eine in ihren Augen theorieloser und diskursunfähiger Haufen, soziologisch würde man sagen, proletarisierter Handwerker, vorindustrielle Arbeiter und auch deklassierter Gelehrter. Das war das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis besteht darin, dass auch die Straubinger glaubten und immer noch glauben, das Volk und gar noch das revolutionäre Proletariat zu sein. Sie nehmen damit in den Augen von Marx und Engels eine Rolle für sich in Anspruch, die sie der Theorie zufolge zwar spielen müssten, aber gar nicht spielen konnten. Sie behaupten, einen Platz innerhalb von Theorie und Geschichte einnehmen zu können, den sie nicht wirklich bereit waren zu besetzen. Marx und Engels haben Rolle und Aufgabe des idealen Proletariats schon vor dem eigentlichen Zusammentreffen mit den Straubingern klar umrissen. Die Emanzipation des Proletariats ist eine Selbstbefreiung, bei der zugleich alle gesellschaftlichen Lebensbedingungen transformiert werden müssen. Allerdings heißt es weiter, Zitat, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß gezwungen oder geschichtlich gezwungen sein wird zu tun. Mit dieser autoritativen Stimme, mit dieser objektiven Platzanweisung des Proletariats in der Geschichte trafen Marx und Engels auf ein Proletariat, das sich so nannte, aber sich am Ende als bloße Straubinger entpuppte, als eben diese oder jene Proletarier mit bloß einstweiligen vorgestellten Zielen. Die Verwirrung, jetzt wird es noch komplizierter, die Verwirrung und Verständnislosigkeit auf beiden Seiten war perfekt, als zwei handfeste bourgeoise Gelehrte, die glaubten, im Namen des Proletariats zu sprechen und ihm seinen notwendigen Platz zuweisen zu können, den selbsternannten Proletariern erklären mussten, dass sie am Ende gar keine Proletarier sind, sondern bloße Straubinger. Die Konsequenz aus dieser Verwirrung hat Engels und mit ihm Marx nicht etwa darin gesehen, den Begriff des Proletariats neu zu fassen oder möglicherweise die eigene intellektuelle Rolle der theoretischen Platzanweisung neu zu überdenken. Nein, vielmehr musste man von der realen Arbeiterbewegung abstrahieren, die Straubinger fallen lassen und an ein kommunistisches Proletariat appellieren, das noch gar nicht existierte, ein Proletariat im Kommen, das seiner Platzanweisung allerdings dann in der Geschichte Folge leisten würde und endlich vollzöge, was es der Theorie zufolge eben gezwungen sein würde, zu vollziehen. Ich weiß, kompliziert. Doch, die Geschichte ist damit keineswegs zu Ende, aber ich komme jetzt zum Ende. Und danach nur noch ein kleiner Nachklapp. Denn es sollte eigentlich noch ganz anders kommen, als Engels seinem Niederlagenbrief geschrieben hatte. Nicht Rückzug der Kritik aus der Bewegung und dem Handgemenge, sondern geradezu noch tiefer hinein. Nur wenige Monate nach dem beschriebenen absoluten Tiefpunkt der Beziehung zwischen Marx, Engels und dem Bund der Gerechten treten die beiden Gelehrten in den Bund ein, endlich, jetzt treten sie ein, reformieren innerhalb eines Jahres auf zwei Kongressen die theoriepolitische und strategische Ausrichtung desselben, organisieren die besagten Ausschlüsse ihrer Gegner aus dem Bund und verantworten im Wesentlichen seine Namensänderung in diesem berühmten Bund der Kommunisten. Im Februar 1848 liefern Marx und Engels dann jenes triumphale Manifest der Kommunistischen Partei, in der die Wahrheitsordnung des legitimen kommunistisch Sagbaren festgeschrieben ist, in dem die falschen Sozialismen und Kommunismen denunziert, gucken Sie den Abschnitt 3 vom Manifest an, die strategische Ausrichtung offengelegt, das ist der berühmte Abschnitt 4,
und die autoritative Sprechposition des kritischen Kommunismus wie folgt begründet wird. Zitat: Die Kommunisten sind also praktisch der entschiedenste, immer weiter treibende Teil der Arbeiterparteien aller Länder. Sie haben theoretisch vor der übrigen Masse des Proletariats die Einsicht in die Bedingungen, den Gang und die allgemeinen Resultate der proletarischen Bewegung voraus. Punkt, Anführungsstrich oben. Herzlichen Dank. Das war's.